Hallo ihr Lieben, während ich hier so sitze und das Video schneide, habe ich mega geile News für euch. Es gibt ein Gewinnspiel, ihr könnt 5 von diesen ultra krassen Premium 6er Donutboxen gewinnen, deutschlandweit, also nicht abschalten. Next Day Delivery, wer auch immer gewinnt, ich brauche dann nur eure Adresse und E-Mail-Adresse. Alles weitere, wie ihr teilnehmen könnt, gibt es im Laufe des Videos. Viel Spaß bei dem Video und ihr müsst jetzt nicht mal Futterneid haben, weil 5 von euch das auch genießen können. Hallo ihr Lieben. Ja, was soll ich sagen? Ich war bei Donut Time und ich werde bald auch nochmal richtig hingehen. Donut Time, also und euch auch die Küche zeigen. Bevor ich jetzt ins Labern komme, will ich euch erstmal erzählen. Donut Time ist eine Donut-Kette aus London. Da haben sie 5 Filialen und ich glaube 5. Oh Gott, ich will nichts Falsches sagen. Sie verschicken das da auch nationwide. Also quasi, wenn man an einem Tag bestellt, kommt es am nächsten Tag an. Und jetzt gibt es Donut Time auch in Berlin. Die haben so ein kleines Soft-Opening, offizielles erst ab 1. Juni. Und ich hatte eh schon, weil wir überlegen, vielleicht was mit Koro Ice Cream, beziehungsweise Chunks zusammen zu machen, vor mich mit denen zu treffen. Und jetzt war ich schon mal vorher da und wurde reich beschenkt mit Donuts. Ihr seht diese ganzen, also das ist eine 6er-Box. Und übrigens so eine krasse, also die ist richtig fest. Ich glaube, das ist die, in der sie das auch in England verschicken. Das ist echt crazy, crazy, was für eine krasse Qualität das ist. Ich weiß nicht, was drin ist. Das Coole ist, der CEO ist, also der CEO der Kette an sich ist gerade in Berlin. Damien, liebe Grüße. Mit dem habe ich mich getroffen. Den habe ich auch kennenlernen dürfen und eine Weile unterhalten. Und dann auch mit dem lieben Sascha, das ist der CEO von Donut Time Deutschland, beziehungsweise Geschäftsführer. Also das ist ja eigentlich Geschäftsführer, aber es war ein bisschen CEO der ganzen Firma und Brand ist quasi der Damien und der Sascha ist da der für den deutschen Store zuständig ist. Und bevor ich die ganzen Donuts mit euch auspacke, wollte ich euch noch erzählen, was die Besonderheit ist an dem Laden hier in Deutschland. Und zwar in England gibt es eine Küche, wo sie alles backen und dann wird es eben an die einzelnen Locations verteilt. Hier ist es so, dass es wirklich in-store gemacht wird, ohne irgendwelche, ihr seht alles, ihr steht quasi in der Donutküche, also nicht mal Glaswände, ist ordentlich genug weit weg und dadurch riecht es so krass. Es ist im Alexanderplatzturm drin, also wirklich in dem Turm. Es ist so krass. Ich werde die nächsten Tage nochmal hingehen und euch wirklich zeigen, wie die Donuts dort gemacht werden. Das wird nochmal ein extra Video. Ich mega lieb, dass ich dafür die Möglichkeit bekomme, weil es mich natürlich total interessiert. Ich habe gleich so richtige USA-Vibes bekommen und ihr glaubt gar nicht, wie geil es jetzt schon riecht. Ich habe hier noch nicht mal alle Donuts. Und das Krasse ist, dass sie halt wirklich auch irgendwie geben, dadurch, dass dort direkt gemacht wird und einfach auch so lieb sind. Also eine kleine Anekdote zum Beispiel war da eine Dame, die gefragt hat, haben sie auch einen Donut, wo einfach nur Schoko drauf ist? Und da meinte er, nee, aber kleinen Moment und zack, Minuten später hat das ihr selbst gemacht, weil die eben dort frisch gemacht werden und alle Zutaten auch frisch gemacht werden. Also selbst die Glazes und Toppings werden halt alle selbst gemacht. Klar, wenn man Nutella drauf hat oder ein Bueno noch irgendwie, das nicht. Aber die ganzen Glasuren, Füllungen werden dort zubereitet, die eben nicht nur pures Nutella sind. Also so diese Custard Fillings und so weiter und der Teig sowieso. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe nämlich in den Cinnamon Donut, als der noch warm war, schon reingebissen. Der ist auch vegan, soweit ich weiß. Ich glaube, der Teig ist generell vegan. Und zwar der ist auch vegan. Ich glaube, der ganze Teig ist generell vegan und der Cinnamon Donut ist halt einfach außenrum dann noch mit ganz, ganz, ganz viel Zimt. Der ist so richtig schön dunkel. Und Zucker natürlich umrandet und es war so krass, es war Next Level Cinnamon Sugar. Ihr seht, der ist auch nur noch so halb. Ha. Hier. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Teig ist beim Reinbeißen so richtig, man sieht die Bissspuren noch so ein bisschen, ist aber nicht zu matschig, nicht zu fettig, überhaupt nicht, also voll gut. Und dann diese fette Zimtzuckerschicht. Also schaut euch das mal an. Es ist so viel Liebe da drin. Ich glaube, wenn ihr das riechen könnt, ich habe noch nie einen Donut so intensiv gerochen. Und zwar nach
gutem, man riecht ein bisschen das Fett, aber vor allem riecht man Zimt und Zucker. Es ist so crazy. Und übrigens habe ich auch meine Nägel im Donnertime Design lackiert. boah, ich fühle es total. Ja, also er ist, boah, der ist richtig, richtig gut. Also den kann ich euch total empfehlen. Total basic. Und wenn man da überfordert steht, fangt erstmal mit dem an. Dann gibt es, ich habe den in Mini. Und zwar ist das der typische Simpson Donut. Schaut mal. Das ist der, die haben nämlich auch Mini Donuts. Eigentlich nur, also auch zum Verkauf. Zumindest jetzt gerade, als ich da war. Aber vor allem, weil sie so Milkshakes machen. Die so ultra krass sind. Ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Und da kommen die als Topping obendrauf. Und das sind quasi einfach Mini-Donuts mit Erdbeerglasur und Sprinkles. Und ich meine, das sieht ja nicht einfach mega süß aus. Ja, Schokrat. Mm. Mm. Donut Heaven. Genau. So, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was in der großen Box ist. Ich habe noch ein paar ganz plain bekommen. Sehr, sehr cool. So, wer das noch nicht wusste, so sehen Donut-Rohlinge aus. Damit mache ich Donut-Ice-Cream-Sandwiches. Stay tuned. Bei Instagram werde ich das wahrscheinlich dann posten. So, und dann haben wir hier ein Cinnamon Roll Donut. Was ich euch noch zeigen wollte, diese Boxen. Das Design ist einfach so süß. Und hier steht, are you ready? Und ich bin sowas von ready. Schaut euch mal diesen geilen Donut an. Und ich habe gesehen, wie die gerade frisch aus dem Ofen kam und die Glasur drauf gemacht wurde. Also ich stand daneben. Und dann kann man das natürlich irgendwie nochmal viel geiler genießen. Gott! Das ist wirklich... Seht ihr die Schnecke da unten? Und dann haben wir hier so eine Vanilleglasur obendrauf. Also ein Zimt-Swirl im Donut, der übrigens auch wie eine Schnecke gemacht ist. Also der ist so aufgespritzt. Das sind Schnecken. Aber eben aufgespritzte Donutschnecken aus Donutteig und dann obendrauf diese Glasur. Man kann Donuts übrigens auch richtig gut einfrieren, wenn man irgendwie die nicht alle schafft. Die müssen halt nur frisch eingefroren werden. Ja, so. Are you ready? I am! Enjoy. Oh man, wie süß. Hello with some donuts sent with love. We are happy to be in Berlin. Oh mein Gott, ist das süß. Ich bin auch froh, dass sie da sind, weil ich habe jetzt schon einen reingebissen und ich weiß, wie krass das ist. Hier ist ein Käppi drin. Das ist einfach so süß. Also ich glaube, wenn man die dann bei Volt und so bestellt, das geht auch bald los in Berlin, dann kommt das so verpackt. Geil. Be your own sugar daddy or mommy. Okay, und jetzt, Leute, ich sehe es schon. Da hinten ist noch mehr. Das ist der Springfield in groß. Das ist der Bueno. Habe ich, glaube ich, nicht mal auf der Website gefunden, aber eindeutig Peanut Butter Cup oder sowas. Also der hier heißt David Hasselhoff. Entschuldigt. Vegan Caramel, also der ist vegan. Vegan Caramel Icing drizzled with chocolate filled with Lotus Biscoff spread. Oh wow, Lotus Füllung. Topped with Vegan Caramel Buttercream and a Lotus Cookie. Ja, also es gibt noch viel mehr als auf der Website. Pie. Und da freue ich mich extrem drauf. Der Original Glazed, the OG, der sieht genau so aus mit dieser hellen Glasur. Und dann habt ihr aber hier eben noch Streusel drauf und Apfelkompott. Ja, und das ist übelst Brownie Chocolate irgendwas. Da habe ich den Namen gerade gar nicht, aber wir gehen ja eh nochmal in richtig dann in die Eis, ich sag schon Eis, Donut-Produktion rein, dann seht ihr das nochmal. Also voll süß hier, klein, groß. Wir können ja gerne mal gucken, was so ein kleiner Donut wiegt und was der größere wiegt. 42, 43 Gramm. Also... auch noch echt eine ganz coole Größe. Wirklich decorative. Legen wir mal noch den Bueno, weil ich weiß, dass ihr das gerne habt auf meinem Kanal hier. Wow. Mit dem Bueno Topping 171. Crazy. Ich nenne ihn jetzt Peanut Butter Cup. Oh mein Gott, schaut ihn euch an. 170. Und ich muss gestehen, ich habe eventuell schon ein bisschen Schoko und Erdnussbutter im Bashir gesnackt. 154. Wie schön können Donuts sein. Und ich habe halt gesehen, wie viel Liebe die gemacht werden. Das ist einfach so krass.
126, der, ich nenne ihn jetzt Death by Chocolate, aber er heißt nicht so. Aber sieht so aus. Nudge 53. Das ist überhaupt nicht sponsored. Ich kriege dafür kein Geld, ne? Ich mache das echt aus vollem Herzen, weil ich einfach allein schon von der Donut-Qualität vom Teig so begeistert bin. Wirklich. Ihr Lieben, ich glaube, das Beste, was wir hier ansatzweise machen können, ist jetzt einfach mal reinzubeißen in die verschiedenen Donuts. Und ich denke, ich gebe euch einfach so eine ganz kurze Einschätzung. Und genauer werde ich die auf jeden Fall auch noch reviewen. Ihr habt gesehen, wie viel sie alle wiegen. Und ich fange jetzt mal mit dem Lotus an. Das ist schon so richtig flüssig hier oben. Schaut euch diesen Teig an. Der ist einfach so richtig spongy, nicht zu fettig, nicht zu süß. Die Karamellglasur ist absolut geil. Und drauf sind so Lotuskrümel. Diese Lotusfüllung, wartet, ich probiere das nochmal, ist wirklich purer Lotusaufstrich. Ultra, ultra, ultra genial. Ich schneide ihn jetzt mal auf. Just saying. Also für alle, die Spekulatius Lotus lieben, das ist euer Donut. Oh mein Gott. Puh, es ist so ein Mess hier. Heute ist Donut Party Day für mich. Donut Cheat Day. Wäre es auch so ein Fitness Game. So, ich werde den Cinnamon Roll jetzt noch nicht machen, weil ich ja gerade diesen Lotusgeschmack im Mund habe. Nehmen wir mal den kleinen süßen Springfield. Oh mein Gott. Richtig nice Erdbeerglasur. Die schmeckt so ein bisschen auch nach Cornetto Erdbeer. Trotzdem auch natürlich. Ist irgendwie so eine richtig gute Mischung aus natürlich und Kindheitserinnerung. Bisschen aromenmäßig. Und die Sprinkles oben drauf. Der perfekte kleine Mini-Donut. Wir nehmen Peanut Butter. Ich werde ihn jetzt einfach aufschneiden. Oh mein Gott, der ist so gefüllt schon, das sehe ich. Boah, es riecht so krass erdig nach Erdnussbutter. Außerdem ist, glaube ich, auch die Karamellglasur. Innen drin Peanut Butter und Jelly Füllung, es ist beides. Und, oh mein Gott, da sind ganz viele, auch so innen drin noch mit rein, von diesen crunchy Peanut Butter Dingern und die Glasur geht einfach bis unten über den Rand. Also das ist der Donut für Peanut Butter Jelly Donuts. Ich könnte mir vorstellen, dass einige vielleicht finden, dass hier noch nicht genug Füllung ist, aber schaut mal, da ist genug und der Teig ist so gut, dass ich finde es richtig gut. Wenn es zu viel ist, finde ich es auch immer matschig zu essen. Und vor allem, weil der Teig auch so feucht ist und nicht irgendwie zu trocken. Ist einfach perfekt. Entschuldigt dieses. Ich bin einfach total im, wie sagt man, Foodgas im Himmel. Also schaut einfach mal diese krasse Füllung. Wow. Also ich will die gleich in Ruhe genießen. Bitte habt dafür Verständnis. Zeitraffer filmen, naja, jetzt nicht. Vielleicht irgendwann, wenn ihr mal so wirklich so Cheat-Day-Videos haben wollen würdet, weil sowas mache ich auch manchmal. Aber ich liebe diesen Fitness-Lifestyle jetzt nicht so doll mehr wie früher. Schoko. Der ist nicht gefüllt, also werde ich einfach abbeißen. Da sind Brownies oben drauf und so eine dunkle Schokoglasur und eine Schokoglasur und ein Loch. Die anderen hatten ja bisher noch kein Loch, also nur der Springfield. Man müsste diesen Moment, wenn der Teig dann wieder so auseinander geht, wenn man reingebissen hat.
Oh mein Gott. Der, wenn die mal irgendwann einen Schokoteig machen, wäre auch richtig geil mit einem Schokodonut-Teig. Ja, schmeckt nach Milchschokolade. Die Brownies, sind auch nicht zu trocken. Die sind wirklich auch so ein bisschen gooey. Mir gefällt diese ganz dunkle, schwarze Kakaosoße. So ein bisschen wie so Oreo-Hüllen schmeckt die. Es ist ultra geil. Die Brownies sind auch nicht zu süß. Die haben so richtig so einen dunklen Kakaogeschmack. Oh mein Gott, ich bin so ein Schoko-Fan. Das könnte mit meinem Liebster sein. Ja, hier jetzt wirklich noch so ein Schokoteig nehmen. Dann würde ich den Death by Chocolate nennen. Oh mein Gott. Also, bisher gab es noch keinen Donut, den ich nicht geil fand. Ich sage euch nachher mal von denen, die ich bisher habe, so mein Ranking. Ohne Bewertung, aber einfach so von gut zu schlecht. Das ist jetzt wieder ein gefüllter. Und ich glaube, ich sehe hier nämlich immer an der Seite kein Einspritzloch. Die werden von oben gefüllt. Also Apple Pie oder so. Oh, beim Reinschneiden schon, da sieht man so richtig, dass der Teig einfach, das ist wirklich der beste Donut-Teig, den ich bisher in Berlin hatte. Ja, seht ihr, die werden so von oben gefüllt. Oh, krass. Zumindest sieht das so aus. Da ist innen drinnen, sind auch noch Streusel. Das ist wie so ein Loch von oben. Das ist ein bisschen eine andere Art von Füllung, als dieses von der Seite injizieren, was man wahrscheinlich mögen muss. Schaut mal. Boah, der ist einfach so ultra guter Teig. Das ist eine Art Pudding. Es schmeckt einfach wie Apfelstreuselkuchen als Donut. Extrem geiler, buttriger Streuselgeschmack. Sind auch alle in-house gemacht. Zimtiges Apfelkompott. Ihr seht diese kleinen Zimtkörnerchen oben drauf. Und dann, oh, das Apfel kommt so gut durch. Dann ist da irgendwie noch wie so eine Art Pudding mit drin oder so. Schaut mal, da ist wirklich wie so ein Loch in der Mitte. Und da ist das dann alles drin. Ist einfach nur gefüllt mit Streuseln und Apfelkompott, glaube ich. Wow. Oh mein Gott, ich muss mich gerade so zusammenreißen, nicht gleich alles auf einmal zu essen. Werde ich aber gleich. Wahrscheinlich. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch den Bueno und die Zimtschnecke. Und den großen, den lasse ich mal noch schön. Da mache ich mir vielleicht ein Eissandwich mit. Den fülle ich mir mit einem Eis. Den kleinen haben wir ja schon probiert, das ist genau der gleiche. Aber Leute, alleine schon für den Donut, es gibt ja auch den OG, wenn der nicht so auf Füllungen steht oder krasse, heftige Gebäcke, müsst ihr dahin, weil das ist nicht so der Standard-Tiefkühlteig. Und es soll auch viel bessere Qualität sein, als die, die ihr in London bekommt. Also wenn ihr vielleicht in London mal da wart und gesagt habt, boah, weiß nicht, war irgendwie nicht so meins. Das ist hier direkt. So frisch kriegst du Donuts einfach nicht. Also auch nicht irgendwie 5 Stunden vorher, sondern direkt. Keine Ahnung, 1/2 Stunde vorher gebacken. Wenn überhaupt, oder wenn ihr Glück habt, direkt aus dem Ofen. Und dann stehen da ganz viele Mitarbeiter und machen direkt die Glasur drauf. Ihr könnt das alles beobachten. Ich finde das so geil. Hier ist der Bueno. Der hat auch wieder dieses Loch in der Mitte. Und da ist eine fette Schokosoße oder irgendwas drin. Ihr seht, der ist getoppt mit Haselnüssen und Bueno und weißer Schokolade. Ja. Wow. Und das ist jetzt nicht so... Entschuldigt, aber früher weiß ich, glaube ich, dass Royal Donuts auch noch so gut selbst gemacht war. Aber heute ist das ja nicht mehr so. Und so stelle ich mir früher Royal Donuts vor, wo es noch keine Tiefkühlware war, wo auch alles selbst gemacht wurde. Und seht ihr in der Mitte, da ist diese Schokocreme mit Haselnüssen und unten drunter ist der Donut so richtig aufgeweicht. Und das ist total cool, dieses Konzept. Also man sieht auch schon, dass das Donut-Hole hier wie so vorgestochen ist. Aber anscheinend nur oben rausgeholt wurde und unten nicht ganz. Und das ist so, scheint es zu funktionieren bei den Filled Ones. Ein süßer Milchschokopudding. Und mit den Haselnüssen zusammen bekommt es auf jeden Fall diese Bueno-Vibes. Und vor allem mit der weißen Schokolade noch da oben drauf. So viel Liebe einfach. Hier fehlt mir ein bisschen diese hellere Bueno-Creme irgendwie. Und der Waffel-Crunch, der ist zwar ein Crunch da, durch diese karamellisierten Haselnüsse, und die sind auch mega lecker. Aber es könnte irgendwie noch ein bisschen, ja, so eine hellere Bueno-Füllung wäre irgendwie geil. Vielleicht gebe ich dir mal unser Chunks-Rezept dafür. Leider. Aber
Ja, so ein bisschen hellere, also oben das Dunkle und innen aber so eine Milch-Haselnuss-Füllung. Also der ist sehr classic. Ich glaube, der ist für Kinder cool. Mir ist der fast schon zu lang, weil ich das einfach haselnussig, schokoladig, süß. Schmeckt jetzt aber auch nicht unbedingt so nach Nougat oder Nutella. Also es fehlt, ja, es fehlt dieser Nougat-Geschmack. Den hat man eigentlich nur aus den Haselnüssen. Ich weiß nicht, ob Haselnuss in der Creme drin ist, aber irgendwie schmeckt die einfach nur nach Milchschokolade. Mhm, ja. Wohl. Nee, da ist schon Nougat drin. Aber ist auch ultra geil. Also würde ich auch wieder kaufen. Nur für mich fehlt da so ein bisschen dieses Haselnusscremige. Ja, genug gesagt dazu. Jetzt die Cinnamon Roll. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie krass die von unten aussieht. Ich schneide sie jetzt auch einfach mal an der Ecke auf. An der... Oh mein Gott. Leute, schaut euch mal bitte diese Layer an. Also, das ist die geilste Umsetzung von Donut Cinnamon Roll, die ich je gesehen habe. Weil das wirklich anscheinend der Donutteig irgendwie aufgespritzt ist zu einer Rolle. Ich freue mich so, wenn ich bald mit in die Produktion darf. Und dann sehen wir mal, wie es funktioniert. Sieht richtig... Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen, dass da diese Zimtschichten drin sind. Aber es wird bestimmt gleich so krass nach Zimt schmecken. Und dann dieses Frosting oben drauf. Ist wirklich... Es sieht aus wie eine Cinnamon Roll. Es ist genau das Konzept, nur noch mehr gelayert als eine normale Cinnamon Roll. Aber es ist ein Donut, und zwar mit diesem geilen Teig. Das Video ist so ein bisschen wie eine riesen Werbeveranstaltung. Ich bin echt bei Donuts nicht so leicht gehypt. Das ist der Hammer. Was ist das? Das ist so gut. Es ist nicht zu viel Zimt, es kommt trotzdem noch dieses leicht süßlich-vanillige vom Teig durch. Es kommt aber das Zimt durch und das ist diese herzhafte, geile Art von Zimt. Und dann dieses Frosting da oben drauf mit der Vanille. Ich glaube, ich gebe euch jetzt kurz ein Ranking, weil das Video schon so höllelang ist. Ich fange an. Nummer 1 ist... Gott! Nummer 1 ist die Cinnamon Roll für mich. Hätte ich echt nicht gedacht. Dann der Cinnamon Sugar, wenn er warm ist und frisch. Dann wahrscheinlich sogar, hätte ich auch gar nicht gedacht, Peanut Butter Jelly. Weil es dieses Erdige und die ist nicht ultra gesüßt, diese Erdnussbutter. Habt ihr sogar noch sowieso Schoko-Erdnuss-Crush obendrauf. Hm, ja. Oh mein Gott, ja. Also erst die Cinnamon Roll, dann warm der... Dann Peanut Butter Jelly. Dann vermutlich Apple Pie, weil der wirklich einfach wie ein Apfelkuchen als Donut schmeckt, aber mit diesem geilen Donutteig und nicht so einem trockenen Hefeteig. Dann der Lotus. Ich will einfach gerade nicht so doll auf Lotus, aber der ist geil. Auf gleicher Stufe für mich mit dem Brownie. Wenn der noch einen Brownie-Teig hätte, wäre der mit ganz weit vorne, aber ich liebe das, dass diese... Also ich könnte noch mehr. Von mir aus könnte die ganze Glasur... aus dieser dunklen, ganz, ganz dunklen schwarzen bestehen. Ich liebe diesen Oreo-Hüllengeschmack, wisst ihr? Und dann der Strawberry. Ich glaube, den könnte ich mir richtig gut mit Eis gefüllt vorstellen. Werde ich testen mit unserem Eis. Und den hier auch mit unserem Cinnamon Pecan Bun Eis. Oder halt den, die ganz Glaze, die ich euch eben gezeigt habe. Die ganz normalen Plain. Ja, und an letzter Stelle tatsächlich der Bueno. Einfach weil da mir ein bisschen zu langweilig ist und dieses Haselnuss fehlt, aber ich glaube, für Kinder ist es der perfekte Donut. Genauso wie der. So süß, ihr hättet es sehen müssen, wie die Kinder diese kleinen Erdbeer-Sprinkle-Donuts gegessen haben. Ich bin jetzt schon im Zuckerkoma, freue mich aber auf dieses ganze Zeug. Werde es jetzt in Ruhe genießen. Wenn ihr mal so ein Donut-Challenge-Video haben wollt, hätte ich auch mal Bock drauf. Sogar mal überlegt, diese Cereal-Challenge von Franklin zu machen. Ich glaube, ich kann 5000 Kalorien Cereals in 5 Stunden essen. Ich bin so eine Fressmaschine. Und schreibt es mal drunter, wenn ja. Und Leute, geht zu Donut Time, wenn ihr in Berlin seid. Es kommen bestimmt noch ein paar Videos, einfach weil ich persönlich so geflasht bin. Ich hoffe, ich bekomme die Möglichkeit, noch ein paar zu machen. Beste Donuts in Berlin, kann ich jetzt erstmal sagen, von dem, was ich bisher probiert habe. Hätte ich echt nicht gedacht, als ich da morgen hin bin, dass ich auch so lange da bin und ich laber zu viel. Ich hoffe, ihr hattet was Leckeres, während ihr euch das Video angeschaut habt. So, kommen wir nochmal zum Gewinnspiel. Alles, was ihr machen müsst, um teilzunehmen, ist
das Video anschauen, natürlich, das habt ihr, sonst würdet ihr nicht teilnehmen, Daumen nach oben geben, diesem Kanal folgen und auch Donnertime folgen, verlinke ich euch unten drunter. Die haben nämlich auch einen YouTube-Channel. Und dann braucht ihr nur noch kommentieren, was der geilste Donut war, den ihr jemals in eurem Leben gegessen habt und welcher dieser Donuts hier euch am meisten interessieren würde. Also einfach uns auf Social Media folgen, geilste Donut ever und geilste Donut zumindest vom Anschauen her aus diesem Video, drunter kommentieren und dann seid ihr im Lostopf. Und ich werde euch dann einen Kommentar schreiben, dass ihr mir an meine geschäftliche E-Mail-Adresse dann eure Daten sendet, wenn ihr gewonnen habt. Das Ganze wird jetzt eine Woche laufen und dann werde ich die Gewinner in einer Woche ziehen und dann bekommen 5 Leute von euch Donuts, und zwar eine von diesen geilen 6er-Boxen, direkt nach Hause geliefert, deutschlandweit, total egal, wo ihr wohnt. Es muss aber Deutschland sein, also deutschsprachiges Ausland geht leider nicht. Und also ihr müsst nicht mal dafür nach Berlin kommen, wo ich euch empfehlen würde, nach Berlin zu kommen. Dann könnt ihr nämlich Donut Time auch mal Chunks probieren. Aber so viel erstmal dazu. Viel Spaß beim Teilnehmen und ja, eat more donuts.